Willkommen zurück zum zweiten Teil meiner Fahrt zu dem nördlichsten Punkt von der ProMod. Ist schon ein paar Tage her, dass ich die Strecke gefahren habe. Es geht jetzt mal weiter. Gucken wir mal, wo uns die Reise hinführt. No? Ach ja, hier haben wir ja Fußball. Die spielt immer noch. So, ich glaube. Ich hoffe, das Navi springt jetzt an. Oh, ich muss irgendwo umlenken. Okay, ich kann da hinten rausfahren. Was? Oh. Das hat jetzt vibriert, mein Lenkrad. Aber ich habe noch meinen Anhänger. Jawohl. Ist ja ein riesen langes Gefährt, was ich hier habe. Irgendwie hatte ich wieder Option rumgespielt. Jetzt geht die Bremse wieder stärker. Ja, gleich im dritten Gang anfahren. Alles klar. Es ist aber auch lang, das Gefährt. Ja, ist der im Rückspiegel, da sieht man das. Ich drehe dann auch gleich nochmal in der Außenansicht. Hier aber schon ein bisschen langsam machen. Und ich habe, glaube ich, die ganze Zeit das Blinklicht an, das nicht ausgeht. Ich will kein Verkehrsschild hier umfahren. Und jetzt wieder raus. Ja. Und es ist Regen. Ich würde mal sagen Schneeregen. Blinker. Oh. Wenn die Stimme versagt, hau was in den Hals rein. Das ist besser gehen. Ich habe jetzt nichts hier für meinen Hals. Ich hoffe auch, die Tonmischung stimmt. Alter, was ist mit meiner Stimme los? Die ist ja komplett im Arsch. Entschuldigung. Hoi. Ich kann... Ich glaube, ich muss stumm bleiben und nicht mal reden. Nein, ich kann euch sagen, an was das liegt, dass ich arbeiten war. Ja. Ich bin jetzt seit 2 Wochen wieder arbeitstätig nach längerem Krankenschein. Und es ist wirklich wie eine Gewöhnungssache, da wieder reinzukommen. Und immer das Aufstehen, Arbeiten gehen, Aufstehen, Arbeiten gehen. Das war ich gar nicht mal gewohnt. Aber es nützt ja nichts, das Geld muss ja irgendwo reinkommen. So, wir haben noch, ach, laut unserer Berechnung sind das noch 3800 Kilometer. Nein. Ich glaube nicht. Ich guck mal vorsichtshalber. Gucke ich mal auf die Karte. Ja, das ist dieser LKW. Wer Folge 1 angucken, wer hier nicht Bescheid weiß. Weltkarte. Oh, ich fahre in die verkehrte Richtung. Nur gut, ich habe noch mal geschaut. Ich will doch hier oben hin. Und ich brauche eine neue Maus, weil die spinnt. So, hier will ich hin. Ah, jetzt muss ich auch noch mal umlenken. Oh, Mikrofon. Wo kann ich jetzt umlenken? Schöne Scheiße. Also hier auf der Straße kann ich definitiv nicht drehen mit diesem Anhänger. Das wird nichts. Oh, der Schneeregen ist vorbei. Na toll. Jetzt fahre ich hier stundenweise in die verkehrte Richtung. Das ärgert mich ein bisschen. Oder ich fange einfach die Folge nochmal an. Nö. Da müssen wir jetzt durch. Ah, ja, vorne kommt Serpentin. Oder kann ich doch hier irgendwo drehen? Ha. Sonst kommt immer mal irgendeine Ausbuchtung oder irgendein Parkplatz. Aber ich höre Wasser plätschern.
Ich will ja ganz schön lang rasen. Guck mal, hier gibt es so eine Straße, ne? Die ist doch perfekt. Ich drehe einfach mal, weiß nicht, ob es funktioniert. Natürlich kommen ja hinter mir Autos. Oder? Nein, hier hinten kann ich nicht drehen. Weißt du, ob ich das schaffe? Ich hoffe, der bleibt stehen und fährt jetzt nicht weiter. Normal, jetzt muss ich erstmal den Hänger irgendwie dort reinstoßen. Er ist abgebogen. Oh! Das rattert aber her. Hehehehe. Ey, das klappt besser als ich jetzt dachte. Warum mache ich das Lenkrad? Ich hab. Alter, der Motor heult auf hier. Klingt cool. So, jetzt geht die Fahrt erstmal richtig los. Schön. Haben wir 6 Minuten, 7 Minuten vergeudet. Tut mir leid. Dann dauert die Fahrt doch etwas länger. Irgendwie habe ich das Lenkrad. Irgendwas ist ja anders. Es gibt nämlich stärker zu lenken hier. Und ich brauche irgendwann mal einen neuen Computertisch. Ja? Der ist so instabil, wenn ich hier lenke, da wackelt hier alles mit. Aber was ich alles brauche, ja. Viele, viele, viele Sachen. Aber man muss immer nicht nur meckern, ja, was man braucht, was man nicht hat. Man soll einfach mal gucken, was man hat und dann sich überlegen, dass andere das nicht haben. Das muss man halt immer mal im Blick behalten bei seinen Meckern. Aber ich meckere gern mal. Aber was soll's. So, mal sehen, ob die Fahrt ruhig wird. Ich hoffe, es geht mal ein paar Serpentinen dann das letzte Stück hoch, was ich da gerade gesehen habe. Wie gesagt, ich war dort oben noch nicht. Bin gespannt, was das für eine Straße ist. Übrigens, hier ist die ProMod. Und es ist keine Wintermod geladen. Ja, das ist hier in der ProMod normal hier oben. In Grönland. Ich hoffe ja mal, ich bin in Grönland. Und ja, hier liegt immer Schnee. Das ganze Jahr über. Da laufen Leute rum. Ich habe keine Hupe. Oh. Den Kreisverkehr kenne ich doch. Sofort hat es geschafft, die Schilder stehen zu lassen. Ah. Ich glaube, ich habe kein Schild erwischt. Cool. So, jetzt bin ich am Anfangspunkt von diesem Video. Toll. Also 9 Minuten verschenkt? Nein, ist nichts verschenkt. Es ist nur 10 Minuten Erfahrung. So ist das Schild. Ich habe keine Ahnung, wie weit es noch ist. Müssten jetzt noch um die 300 Kilometer sein, 400 Kilometer? Keine Ahnung.
Heute, wir haben es 7.50 Uhr, also wir fahren im Hellen hin. Das ist schön. Ein bisschen schalten hier, wenn er nicht so hochtourig fährt. Aber auch nicht so schnell. Sonst springe ich ja aus der Kurve raus. Achso, ich wollte ja mal die Außenansicht noch machen. Mal sehen, ob ich das hinbekomme. Das ist mein LKW. Sehr langes Vehikel. Oh oh, oh oh. Ja, in der Perspektive zu fahren, das ist ein bisschen fast unmöglich. Aber es sieht schon cool aus, oder? Okay. Yeah! Was geht ab? Da verreckt bald. Oh, was? Oh! Hier ist eine Ampel. Der hätte ich jetzt fast übersehen. So, und ich habe immer noch eine provisorische Schaltung. Mein Gamepad. Ja, deswegen Automatik, also Halbautomatik. Nur hoch und runter. Bing, 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 bing. Ja, ich fahre schon los. Ey, da steht man eine Sekunde, wenn es grün ist und man wird angehupt. Leg auf. Ah, hier ist ein. Das muss ich jetzt mal. Hier ist ein Unfall passiert. Alter Schwede. Ja, tun Sie die Ladung raus. Entschuldigung. Jetzt muss ich jetzt einfach mal sehen. Scania hat einen Unfall gebaut. Alter. Die Polizei steht hier. Okay, ich fahre mal weiter. Sonst mache ich ein bisschen noch mehr unbeliebt. Leg auf. Schön, dass sowas eingebaut wird in die Maps. Bringt ein bisschen Abwechslung rein. Also nicht schön, dass Unfall, ne? Versteht mich nicht falsch. Es ist ein Spiel. Also kein wahrer Unfall. Also wir kommen jetzt immer nördlicher. Ich denke mal, die Straßen werden auch bald wieder zugeschneit sein. Hier ist nur 60. Ich weiß auch warum. Weil steile Kurven. Nio, das macht Laune hier zu fahren. Oh, was ist das für eine Kurve? Ich glaube, meine Servolenkung ist kaputt. Mein Lenkrad geht ziemlich straff. Kurvenreich hier. Mal sehen, ob ich ankomme, heile. Oben. Ich glaube, dort in die Straße ist dann, wo die Serpentinen kommen. Also das Geschlängelte. Glaube ich zumindest. Mal gucken. Alter! Haben aber auch hier ein paar Kurven reingebaut, mein lieber Charlie. So, Helm mal weg. Rechts geht's noch Helm mal weg. Das ist auch wieder eine dumme enge Einfahrt.
Aber die habe ich gemeistert wie ein Meister. Wie ein Road King. Hilfig. Aber ob das jetzt die Straße ist, die ich in Erinnerung habe, ich glaube nicht. Fahr einfach mal rum. Steht ein Auto am Weidezaun. Weiß nicht, was er dort will. So, ich latsch hier voll durch mein Gaspedal. Das sind aber auch Namen, die kann doch keiner aussprechen. Hier ist eine 80. Oh! Mein ganzes Lenkrad vibriert. Cool. Weiß ich aber, ob man das hört in der Aufnahme. Ich wusste gar nicht, dass ich das eingestellt habe. Alter, das zittert. Das ging doch früher nicht. Hört ihr das? Ich weiß nicht. Ja, finde ich cool, dass das hier alles so vibriert. Was ist denn das für ein Feldweg? Das ist, glaube ich, die Straße, oder? Ich glaube, jetzt wird es wieder besser. Das war ja ein Gewackel. Eine Hupe habe ich immer noch nicht. Nur ja. Na, nee. Eine 40. Man hört die Vögel zwitschern. Müssen wir nochmal runterschalten. Ich glaube, das ist die Straße hier. Das müsste die Straße sein zum nördlichsten Punkt der Promod. Und ich habe übrigens eine neue Mod schon fast vorstellen. Oh, hier sollen Winterketten aufgelegt werden. Schneeketten. Habe ich aber keine mit. Kann ich nichts für. Ausbuchtung. Oh, wenn ich hier runterfall rechts, ne, dann war's das. Dann bin ich tot. Man hört das Fußballspiel im Hintergrund immer so. Pss, 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 pss. Oh, hier habe ich zu kämpfen. Hier steht eine 20. Wäre besser eine 20. Oh. Alter, was ist das für eine Kurve hier? Ich fahr mal ein bisschen langsamer, ne? Alter. Ich wollte gerade sagen, alter Schwede, aber ich bin nicht in Schweden. Alter Kröne. Alter Kröne? Was? Zum Glück kommt der Kenner entgegen. Jetzt Vollgas. Schwung holen für den nächsten Berg. Das zittert hier. Jetzt wird Rallye gefahren, Leute. Oh. Okay, ich spreche es mal lieber wieder ab. Jetzt wäre ich ein bisschen enge. Enge. Und es geht weiter, die Serpentin hoch. Oho. Hier oben gibt es ein Hotel. Cool.
Ja, gespannt, wie weit es noch ist. Ich gucke jetzt nicht, ich lasse mich überraschen. Ah, die Möwen. Die Kurve wird nochmal steiler. Okay. Wo war hier Hotel? Hab nichts gesehen, ich müsste mich konzentrieren aufs Fahren. Schöne Landschaft hier. Gefällt mir. Habe ich ja mein Lenkrad richtig fest? Die Seite war noch ein bisschen locker. Hm. Achtung, da war irgendwas mit. Achtung, Vögel. Das erinnert mich an den Film. Ich glaube, oben ist langsam mein Ziel. Oder? Wäre nicht schlecht. So, vorne muss ich wieder abbiegen. Kommt keiner. Keine Ahnung, wo ich bin. Da geht's noch weiter. Bin ich doch noch nicht am Ziel. Nettes Örtchen. So, wie viel Grad haben wir? 25. Das war bestimmt Fahreinheit. Oder? Ich habe mich auch verlesen. Keine Ahnung. Davon ist ein zugefrorener Fluss. Ich bin doch noch nicht am Ziel. Nun ja. Ganz schön zu kämpfen hier der Renault. Sieht gar nicht so steil aus, aber ich komme hier aus dem Knick hier. So, Aufnahme, noch alles okay. Ich hoffe, man hört alles. Oh, dort vorne ist ein Achtung, Schnee. Seht ihr das auf mein Navi? Glaube ich, komme ich dort hoch. Dass die Fahrt so lang wird, hätte ich nicht gedacht. Ja, mir fehlen die 10 Minuten am Anfang. Und wie immer, wenn Aufnahme ist. Ah. Immer diese Nase putzen während der Aufnahme. Das weckt mich ein bisschen auf, aber ich muss noch weiter unterscheiden. Was ist denn hier los? Ist doch gar nicht so steil. Na gut. Ich hoffe, ich bleibe noch unter einer halben Stunde mit meiner Aufnahme. Aber ich glaube, da pfeift der Wind hier. Alter, hier weht's. Cool. Das sieht ja geil aus. Alter.
Ja, wenn es ordentlich rein. Wenn hier der Winterdienst nicht hinterher ist, dann ist hier Achterbahn. Das ist geil gemacht. Passen hier. Hier sind sie mit der Schneefräse lang, das sieht man. Oh! Jetzt hat es mir mal kurz den Arsch weggezogen. Ja. Hier sieht es eigentlich wieder griffig aus auf der Straße. Höchstens ist es überfroren und dann rutsche ich natürlich weg. Abbremsen, ja. Nicht, dass hier ein Seetauch. Jetzt kann ich Stoff geben. Ja, auch mal vorwärts kommen. Muss doch bald mal am Ziel sein. Gibt's doch gar nicht. Ich baue jetzt auf den letzten Metern keinen Mist. Ah, ich sitze total falsch. Mein ganzer Rücken tut weh. Ich lehne mich zu selten in meinen Stuhl und es ist eine sehr ungesunde Position, wie ich hier sitze. Und mein Stuhl ist sowieso im Eimer. Da ist ausgesessen. Oh, oh. Alter! Ich habe mich schon kippen sehen. Klingt zum Glück noch mal gut. Wie weit ist es denn noch, Manu? Ich glaube, die halbe Stunde schaffe ich nicht mehr. Da muss ich in anderthalb Minuten am Ziel sein. Wollte ich mal sagen, habe ich Verspätung. Was ist das hier oben? Da ist so was Bläuliches. Weiß nicht, ob ihr das seht. So links oben dem Spiegel. Komisch aus. So. Und mein Hula Hula Hup Frauchen wackelt ganz toll hin und her. Ja, wieder Fahrbahnverengung. Kommt eh noch, ne? Ich möchte mal wissen, wo ich hinfahre. Ich gucke aber nicht auf die Map, ich lasse mich einfach überraschen. Und wenn ich dann irgendwo in Mitteleuropa angekommen bin, dann weiß ich, ich bin in die falsche Richtung gefahren. Schöner Lenkknauf, den ich da dran habe. Als ob ich in einen Stapel im Stapler sitze. So. Die machen Fotos. Aha.
Hier vorne ist ein Fischerdorf. Aber ich glaube, da. Nee, oder? Ist doch nicht mehr, dass ich am Ziel bin. Wie sagt man immer so schön, wenn man die Serpentin drauf wandert, wann sind wir da? Die nächste Kurve, wann sind wir da? Da kommt die nächste Kurve. Wann sind wir da? Na, die nächste Kurve. Und so weiter. Genau so ist es hier. Oh, jetzt hätte ich fast mit meinem Anhänger die Leitplanke gestriffen. War auch noch fast. Oh, bin mal rechts vorne. Jetzt kommt mal wieder Gegenverkehr. Oh. Bei mir wird zur Zeit Steam wendet eigentlich immer rechts unten ein, ne? Und neuerdings links unten. Ich weiß nicht warum. Liegt es vielleicht, dass ich jetzt meinen zweiten Monitor auf der linken Seite habe? Wie früher hatte ich ihn auf der rechten. Das muss ich mal beobachten. Jetzt sind wir in Syfy-Jufy. Ich kann es nicht aussprechen. Was sagt da ein Fischerdorf? Es sind überall die Fischerboote. Es ist auch gemütlich dort zu wohnen. Könnte ich mir vorstellen. Aber ich bin eher der. Ja, minus 1 Grad. Ich bin eher so für die Berge. Nicht fürs Meer. Urlaub machen ja am Meer. Aber wohnen lieber im Gebirge. Aber hier hat man eigentlich beides, ne? Gebirge und Meer. Also ziehe ich nach Grönland. Ich wandere aus. Ich glaube, da geht ein Telefon, aber diese Aufnahme hat jetzt Vorrang. Oh! Jetzt hat's. Ach, hier ist das Flugzeug gestartet. Das Flugzeug hat mein Spiel zum Lecken gebracht. Oder was? Naja, ich habe Anrufbeantworter, da kannst du drauf reden, wenn sie was wollen, was sie wollen. Jetzt fängt es an zu lecken hier oben. Was ist denn da los? Es wird zu viel Schnee im Spiel. Fünfzig FPS habe ich gerade. Aha. Aber jetzt kommen wir zum Ziel. Ja, jetzt bin ich die Framerate. Wird hier noch angezogen durch irgendwas. Vielleicht ist hier irgendwas nicht sauber gemappt. Ich weiß nicht. Ist ja für Tür. Ist ja für Tür. Das klingt so dämlich, wenn ich das ausspreche. Macht er ja für Flugkünste. Ich glaube, das ist das Flugzeug, was ja alles zum Lecken bringt. Ah, coole Ortschaft. Aber ich bin immer noch nicht am Ziel. Da geht es immer noch weiter. Alter, das leckt hier. 27 FPS. Und was ist hier? Hä? Wie muss ich hier fahren? Was ist denn hier los? Alter, wo wäre ich hier lang geschickt? Bleibt drüben. Oh, die ist verschwunden. Ich glaube, ich bin in der Geisterstadt.
bisschen enge, ne? Ein bisschen enge hier. Stopp. Stopp. Hier muss ich stopp. Dann machen wir das auch mal. Stopp. Ja, Junge, hier ist ein Stoppschild. Ich muss mal gucken, ob was kommt. Ich bin so ungeduldig hier. Wo fahrst du denn jetzt denn noch hin? Aber hier oben, da ist mein Ziel. Ein Tunnel, 5400 Meter. Alter, leck mal das so Spiel. Was, 5200 Meter? 500 Meter, ja. So ist jetzt der obere Teil von diesem Ort. Oh, das ist ein extra Ort. Ich glaube, ein extra Ort. Habe ich überhaupt noch meinen Anhänger dran? Ja. Warte mal, ich muss jetzt hier hinter. Ich habe es gleich geschafft. Mit ein paar Minuten Verspätung. Dort hinten ist der nördlichste Punkt. Gilt ja rechts vor links? Weiß nicht. Hab kein Straßenschild gesehen. Nein, ich bin wahrscheinlich auf der Hauptstraße. Ist noch jemand hinter mir? Da steht Passat rum. Ich hab's geschafft. Und hier ist auch zu Ende. Ende Gelände. Weiter komme ich nicht. Und halt die Fresse hinter mir. Ich. Na toll. Es hupt da die ganze Zeit. Was ich jetzt mache? Ich halte den Rückwärtsgang rein. Schnauze! So, ich bin angekommen. Was macht er jetzt? Okay. Jetzt hält er sein Schnulzelchen, ja. Also ich bin jetzt angekommen am nördlichsten Punkt der Erde. Nein, ich bin nicht am Nordpol. Also von der Promod, vielen Dank für die Geduld beim Zugucken. Wer bis hierhin geschafft hat, schreibt einfach mal unten in die Kommentare Hashtag Nordpol. Okay, Hashtag Nordpol. Okay, ich habe ein L, bedeutet, dass ich bin hier Anfänger. Was bedeutet dieses L? Ich weiß nicht. So, vielen Dank fürs Zusehen und man sieht sich in der nächsten Video. 40 Minuten! Ich hätte die halbe Stunde geschafft, wäre ich am Anfang nicht in die verkehrte Richtung gefahren. Aber trotzdem, vielen Dank fürs Zusehen. Das Hochladen dauert bestimmt 5 Stunden. Ciao Leute, macht's gut. Tschüss.